Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von unserem LS17 Hauptfachprojekt. Zusammen mit dem Werner, dem Ansgar und dem immer, ja, er lebt noch, der Randy. Hallo. Hallo. In Folge Nummer 101 erklären wir euch einfache Dinge. Komm. Versteht ihr? Wegen ein 101? Ja? Ach komm, weißt du, jetzt gibt's auch das. Das kann nicht wahr sein hier. Was soll sowas hier? Ja, was ist der Grund deiner Empörung? Sprich dich aus. Arbeit, was ich umsonst bezahlt. Ich hätte überhaupt nicht bezahlt. Also nee, doch für umsonst. Will ich nicht thematisieren, will ich nicht drüber reden, was hier gerade auf dem Feld wieder passiert ist. Ach so. Ich dachte, das ging wieder nur gegen mich. Auf der falschen Seite, wie immer. Wer macht was von der falschen Seite? Ja, Ansgar. Wer sonst? Ah. So, da meine Stimme halbwegs wieder. Wie da du weißt, youtube.com/notumvp. Nachdem ja keine Ahnung, in den Fliege in den Hals geflogen ist. Ja, muss er gucken, wo er bleibt. Man muss gucken, wo man bleibt. So, wir müssen Rationalisierungsmaßnahmen durchführen. Genau, ich glaube, der Randy wollte gerade alles irgendwas erzählen und dann ist ja, nö, das nö, ins Wort gefallen. Nee, Randy, dann erzähl das erst. Das kann man so nicht stehen lassen. Ja, eigentlich schon, weil irgendwie seid ihr scheiße leise. Was? Warte mal, ich muss mal ja kurz was fratzen. Gut, dass wir das jetzt klären. Wer kauft da gerade? Warum nicht Geld weg mehr? Vier, ich, Sprit, drei, oh, zwei, soll ich mal aufhören? Eins. Nee, mach weiter. Mach wir weiter. Wir brauchen Sprit. Ja, wir machen mal weiter. Wir jetzt verkaufen weiter. Wir machen jetzt endlich mal die Rationalisierungsmaßnahmen. Okay. Wir haben nämlich hier ein paar Sachen auf dem Hof, die brauchen wir nicht. Zum Beispiel hier, zwei Hubschrauber. Wir brauchen keinen davon. Ich verkaufe so, jetzt mal einen. CNN ist raus. CNN ist raus. Verkauf den, der leer ist. Dann haben wir zwei. Die sind alle leer. Die Alter, gehen nicht Schwader. Werner, der ich werde jetzt einfach einen Schwader Starfuchs verkaufen, den teureren. Was? Warum? Das ist Blödsinn. Wir haben Leute. Und dann jammert wieder jemand, wenn er fünf Folgen lang nur Schwaden muss, weil wir nur einen Schwader haben. Ja, müssen wir dann einfach so mal machen. So. Das muss ich speichern. Welchen Aufnahme ist raus. Was? Gib das mal. Wir haben Fliegel DPW Auflieger und DPW Tandem. Ja. Brauchen wir beides? Zweifel, nee. Aber also den Tandem oder? Den Tandem behalten. Okay, dann den Fliege. Wir haben sogar noch einen Dolly, sehe ich hier gerade. Egal. Ach so, wo ist denn der? Ja, keine Ahnung. Am Händler, den brauche ich. Achso. So, den wird er jetzt mal verkauft. Da kannst du ja schon mal weiter tanken, ne? Nee, ich bin fertig. Achso, ich bin schon fertig. In der letzten Folge waren wir bei Gewürzen stehen gerieben. Und in kleiner Kochschule. Ich wollte doch einmal meine Liebe zu geräuchertem Paprikagewürz erneuern und hier ein flammendes Plädoyer. Ja, das ist total geil. Wenn du das einmal gerochen hast, dann willst du es überall dran haben. Lecco mio. Guck mal, da gibt es bestimmt. Fänd jemand dieses, ganz kurz, dieses blaue Gewürz? Das hat nur eine blaue Verpackung, ich weiß nicht, wie das heißt. Vegetta oder irgendwas? Oder? Nee, das Vegetta, glaube ich, heißt das. Kennt ihr das? Nee. Das ist auch irgendwas. Meine Freundin haut dort überall rein. Keine Ahnung. Genau, David Getta. David Getta, ja, das kenn ich auch. Mit dem kannst du auch als gewürzen. Dann hört sich jede Musik gleich scheiße an. Obwohl, gerade wo Musik bin, dann würde ja mit den Spice Girls wieder passen, ne? Spice Girls? Oh. Gerade wo hast du hier mal das Wasser abgeladen auf dem Hof? In dem Tank, der bei den Kühen ist. Dann sollten wir aber den ganz rechts nehmen. Und beim rechten Stall, wo die Kühe drin sind, oder? Sind die Kühe überhaupt noch im Stall? Soll ich dir das kurz überlassen? Ich hab die Sorge, und dass ich das auf dem Feld. Auf dem Feld stehen auch nochmal Tanks, die Olle auffüllen muss. Das ist richtig. Also wenn du glaubst, du bist jetzt fertig, irrst du, mein junger Padawan. Ich wollte eigentlich nur mal kurz Wasser vorbeibringen, damit ich dann weiter zur Kohlenproduktion kann. Also, nur mal kurz Wasser ist falsch. Nett gemeint, aber die Geste zählt. Ja, der Wille ist manchmal auch ja kleiner als der Weg. Was? Wieso? Mein Timer ja, ist kaputt. Mal, kommst du kurz in den LKW? Möchtest du kurz zeigen, wo man das hier beim rechten Stall ablädt? Nee, da, wahrscheinlich musst du einen Wassertank erst kaufen da, ne? Ich bin sofort da. Ich bring gerade den Sprit. Spring Sprit! Volum. Jungs, ihr habt Sprit dabei! Lass mich wieder an Windows 90. Oh Gott. Hat einer von euch heute schon mal gegrillt? Nein. Ja, oder nicht? Habt ihr einen Grill? Also.
Also ich selbst nicht, aber man ist ja immer mal bei Leuten, die... Ach so, Ansgar lässt sich einladen. Okay. Mhm. Ja, ich habe ja... Kennst du diese Leute, die... Ja. 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 Bringt dir für den auf Ketchup mit. Auf anderer Nacken, ne? Das Nackensteak auf anderer Nacken. So, die kleine Go. Man muss ja gucken, wo man bleibt, hat gerade ja. vorher gesagt, ne? Absolut. Werner, ja. ist muss heute im Plaudern, läuft nicht gut. Was? Was ist da los? Mir ist so heiß, ey. Ach so. Könnte sein, mir liegt. Das hast du mehr Luftzirkulation. Ich bin einer der wenigen Gamer wahrscheinlich, die keine Klimaanlage im Raum haben. So wie bei Hunden, ne? Die müssen ja auch mehr hecheln dann, damit die... Ja. Ah, verstehe. Ja, dann kommst du heute nochmal vorbei, sonst würde ich jetzt erstmal... Ja, ich bin gleich machen. Da. Ich bin gerade schon auf der Teerstraße. Gleich bin ich wieder auf der... bei unserem Feldern da oben, wo die Jungs hier irgendwelchen komischen Quark machen. Junge. Keine Geduld mehr, die Jugend heutzutage. Achso, die 5 Minuten Zuschauerzeit sind ja schon um. Ja. Kann ich Schluss machen. So, dann guck ich mal. Was brauchen wir denn da für ein Saatgut eigentlich für die? Ja, erklär das nochmal, was du jetzt vorhast. Du wolltest also Kohl machen und das ist cool, ja. weil. Cool. Ah ja. Okay. Ja. Verstehst du das Wortspiel nicht? Ja, ich bin begeistert. So. Ja. Nee, ich hab's jetzt einfach mal... Vorne nochmal hier so ein Soundboard mit, aus dem Podcast damals das mit hier. Wollte ich auch schon lange haben, aber... Aber? Was soll ich noch, was soll ich noch immer, was soll ich noch alles anschließen am PC, weißt du? Das gibt's auch softwareseitig. Mit Global Hotkey. Ja, warte, achso. Oder ein Touchscreen, wäre auch geil. Hm, das habe ich früher so gemacht. Also beim Podcast habe ich iPad gehabt und dann so einen komischen Adapter und dann konnte ich das ins Mischpult rein. Aber ja, da wäre ich wieder bei deinem Problem, ne? Was nicht immer ist. Ist egal, das Stream Deck, das unterstützt auch Soundboard. Das habe ich hier. Naja, da kannst du extra Kategorie Soundboard, da kannst du Sounds hinlegen, die. Also? Ob das über Teamspeak, über Mikrofon übertragen wird, ich zweifle dran, aber so für Livestreams kannst du das schon nennen. Also aber es gibt kannst du damit nerven. Es gibt Teamspeak seitig auch Soundboard, hatte ich aber bei Arma. Hatte ich auch bei Arma, ja. So. Ach ja. Ich lade mal eben das Diesel ab und dann komm ich dich heimsuchen. Okay. Freu mich. Mach dich bereit. Werner, ich erklär mal, was Zeit mal kurz meinst du damit? Ja, auch auf in der Straße hinstellen und warten, bis das Grauen auf sich, weißt du? Das Grauen. Er hat gesagt, ganz im Süden ist das, ne? Ja, genau. Gucken, ob ich das finde. Gibt's auch noch, glaube ich, eine Stadt, oder? Das ist da unten, wo die Kaninchenzucht ist? Denke ich mal. Ich wollte es aber jetzt mal gerade nachgucken. Ja, wenn wir jetzt einen Helikopter hätten, ne, können sie hinfliegen. Wir haben ja noch einen. Achso. Ja, stimmt, da könnte ich echt hinfliegen. Ist ja viel einfacher. Tipp vom Profi. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Ist die Knopperszeit schon vorbei? 9:30 oder was ist das? Ja, genau. Es gibt natürlich auch noch andere leckere Schokoriegel mit Keks. Ja, Pick-up. Gibt's nicht. Also jedenfalls nicht, was Knoppers-ähnlich kommt. Ja, doch, es gibt die billig. Das kann der Eigenmarkt. Die kannst du doch nicht essen. Also im Osten, die haben wir nachgebaut, die hießen Knobby. Das Zeug schmeckt wie Müll. Was gab's im Osten auch? Scheiße. Leute, im Notfall. Ich habe nur noch 1 Liter im Hubschrauber. Oh, Feuerwehr, Krankenwagen im Einsatz, Blaulicht. Was? Leute, Absturz. Mayday. So, Videodill ist safe, ja. Haben wir noch Themen? Ah ja, Clickbait-König Garderobe am Start. Was? Ich erst mein Thumbnail klauen. Wie war das noch mit Balken im eigenen Auge, Splitter irgendwie? Habe ich meine Bibel gelesen. Schon länger her. Was wird das jetzt hier? Ich erinnere nur an deinen Beef Thumbnail. Ja, da fehlt das Rindfleisch noch, hast du recht. Ja, war nicht vollständig. Sorry. Ja, auf jeden Fall thementechnisch. Also blüm, haben wir schon abgehakt. Wenn diesen scheiß Gewürzen hier weg haben. Ich hätte ein ganz altes Thema. Leute, was ist das hier für eine Runde? Hier wird alles zunichte geredet, oder was? Das ist doch ein gutes Thema, Gewürze. Ja. Das ist auch wichtig. Gewürze sind die Hälfte eines guten Essens, würde ich sagen. Oh. Wenn nicht sogar mehr. Und jetzt also sagt der Randy was dazu. Jetzt kommt's. Ja, im Essen sind Gewürze, ja.
Gewürze. Aber keine. Weisheit dieser Folge raustwittern. Im Essen sind Gewürze ja. Ja, so. Aber E-Gewürze sind, denke ich mal, effektiver. E-Gewürze? Nein, E-Gewürze. Zum Beispiel, wenn ich hier kurz mein Getränk abchecke, hier habe ich zum Beispiel das schöne Gewürz E270. Das sind Farbstoffe, genauso wie E150D. Das sind Geschmacksverstärker. Ja, ja. Emulgatoren. Ach, ja, das ist richtig. Das ist soweit richtig. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Ansgar, wo bist denn du? So, spring mal in den Fendt. Und dann guck mal geradeaus. Ich habe die ganze Zeit den LKW falsch leer gelassen, damit du den nutzen kannst, aber ich komme dir gerne hinterher. Spring einfach mal in den Fendt rein und guck mal geradeaus, damit du weißt, wo es ist. Dann kann ich schon weiter. Was ist denn das? Mit was auch immer. Das ist Gelümbe-Ohr, Alter. Und dann sollten wir vielleicht mal anschließend uns überlegen, was wir jetzt mal machen, weil. Da siehst du da diese komischen Dinge auf dem Feld? Da muss das Wasser hin. Ja. Hier? Auf alle fünf. Nee, das sind die Milchtanks. Hier am Feld. Da oben. Ja, gucke doch mal. Und das soll für die Kühe dann sein, oder was? Ja. Auf alle fünf, nee. Ja, nee. Da hat einer keinen Bock, glaube ich. Haben wir unten noch irgendwo Könnte See, monoton oder sein. Müssen wir immer oben hinfahren. Was müssen wir? Haben wir unten, also im Süden irgendwo noch einen See, wo wir tanken können? Oder wir kaufen uns eine platzierbare Tankstelle. Das hatte ich auch schon mal vorgeschlagen. Aber da könnte warum man... eine Tankstelle? Bitte? Warum eine Tankstelle? Ja, also hier so ein Wasserturm-Ding. Oh, ja. Okay. Aber dann könnte man natürlich sagen, wir sind... Aber andererseits... Wir haben uns halt eine Firma bestellt, die uns für 10.000 Euro einen Brunnen gebohrt hat und ein Häuschen draufgestellt. 18.000. Genau, 18. Ich war ein bisschen teurer, war im Sommer die Zuschlag. Ja, komm, verkaufen wir noch irgendwas. Das ist sonst zu viel. Also. Okay, darf ich das platzieren? Ja. Gut. Du musst aber noch irgendwas verkaufen, weil wir sind knapp bei Kasse. Peter Zwegert ist bestellt. Ich suche das schon mal raus. Aber wir haben von einigen Sachen immer noch mehr als genug. Wir können mal die Produkte, die wir im Hof haben, vielleicht weiterverarbeiten. Was können wir machen, wenn du einen Überblick darüber hast? Ja, natürlich. Wir haben hier ein wunderschönes Tablet, da steht alles drinnen. Ja, dann Attacke. So, was haben wir denn hier zum Beispiel? Jetzt haben wir den Randy aber bei seinem ganzen Emulgatoren-Talk, haben wir ihn jetzt von den Themen, mit denen er eigentlich starten wollte, abgebracht. Ja, reicht oder mal. Ich vielmehr. Wenigstens ist die Einsicht da. Ja. So. Ich hab das schon mitbekommen. Ansage ist raus. Minimalistisch. Musste ich in der Fragen. Ja, kommt da jetzt noch was, oder? Achso, nee, jetzt ist es zu spät. Ja, also für die Folge. Da hat er keinen Bock mehr. So, den Wasserturm baue ich aber trotzdem irgendwo hin, dass wir so ein bisschen Mühe umgeben. Das Ganze müssen, jetzt nicht in 3 Minuten durchgehen. Wir haben noch 35.000 Liter Karotten. Wir haben fast 250.000 Zuckerrüben. Null. Ja, Zuckerrüben, da machen wir doch mal was Schönes draus. Machen wir würde ich auch sagen. Sirup oder so. Bevor wir was Neues anfangen, können wir noch ein altes verbrauchen. Was machen wir denn mit Zuckerrüben? Altes Hausmutterrezept. So. Weinlager, wir können Wein noch herstellen. Schnapslager. Boah. Jesus Maria. Du bist ja bekloppt. Hatten wir damals mit einer oder drei Düngerstufen gespielt? Mit einer. Weil jetzt, glaube ich, sind drei eingestellt. Saft. Machen wir mal wieder aus. Schalte das mal bitte um. Ja. Pflügen war aus oder an? Ich weiß es nicht mehr. Aus. Ach, mit den Karotten hatten wir ja schon mal angefangen, ne? Da könntest du ja vielleicht mal einen Kursplay-Kurs einrichten, der die Karotten vom Hof immer wieder zurück, also vom Das Hof. Kann ich sehr gerne machen. Ich muss nur ganz kurz Feld 72, Feld 74, Feld 75 düngen. Das dauert ungefähr 17 Folgen, dann habe ich gerne Zeit dafür. Ja, ich komme zu dir, ich habe ja Dings besorgt. Was denn? Na, hab mir doch den Dolly gemietet und hab dann jetzt hier kurz mit dem Traktor, mit dem Trailer ein paar Mineralsäcke hier runtergeholt, weil wir haben ja sonst keinen Dünger hier. Wir haben 10.000 Liter am Hof. Du mich auch. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Haben wir wirklich, ja. Woher? Haben wir uns letztes Mal gekauft. 10.000 Saatgut, 10.000 Mineraldünger. Ja, sind die noch da? Ja. Schön, so, der Wasserturm. Quatsch. Der Wasserturm steht. Bist du dir sicher? Ja. Lager der Wasserturm am Hof, warte. Der Wasserturm steht, wenn man bei unserem Hof rausfährt, direkt in der Kurve. Die Schwierigkeit besteht darin, dass man da nicht wenden kann. Das heißt, man muss da dran vorbeifahren, dann muss man erst raus, dann irgendwo auf dem Feld oder sonst wo wenden und dann kann man wieder zum Hof zurück. Soll nicht zu einfach sein.
So, welchen wolltest du damit betanken? Wie, was? Den LKW oder willst du selber machen? Was genau meinst du jetzt? Die Kühe oder irgendwas? Haben wir noch einen zweiten Wassertank? Dann mache ich das, weil du wolltest ja mit deinem, deinen Kohl betanken, ne? Ich möchte eigentlich meinen Kohl betanken. Ja, ich bin aber jetzt gerade auf der Kuhwiese noch und mache das jetzt fertig. Ja, okay. Ich guck mal, wie weit ich komme. Ja, nicht weit. Ich glaube, du brauchst zwei Fässer für ein so ein Ding, oder? Oder einige hast du das Sachen. Nee, einige Sachen sind noch. Also, die sind fast alle noch voll hier. Ah. Okay, deswegen, dann guck ich mal, ob der in dem Stall noch da ist, der Wassertank. Aber was ich auch geguckt habe, ist auf den Timer, der sagt, dass die Folge rum ist. Und da wir ja jetzt, also wir waren ja sehr nah an den Themen dran, die wir eigentlich besprechen wollten. Deswegen machen wir es in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Oder wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Lasst gerne ein Däumchen da, das wäre ein Träumchen, wie ein Kollege sagt. Und ein Kommentar, das wäre wunderbar. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.